Beeil dich! Wir kommen zu spät! So, tschüss, Häschen, und schön brav sein! Dieser blöde Hase! Jetzt mach schon, Henry! Komm her, Häschen, du kommst heute mit! Das ist unsere Zeitkapsel. Wer möchte als erstes etwas Besonderes hineinlegen? Laura? Ich, hab Fußballschuhe, weil ich echt gut spielen kann. Hervorragend, Laura. Mein allerdickstes Lexikon. Mein Lieblingsrennwagen. Ich danke euch allen. Sehr gut. Henry, ich nehme an, du hast wie gewöhnlich wieder vergessen, etwas mitzubringen. Nein, Frau Streitaxt, ich hab auch was. Ruhe! Danke, Henry. Leg es rein. Na los, rein damit, Henry. Folgt mir, Kinder. Schulkameraden sind füreinander da. Und wir lieben unsere Schule Jahr für Jahr. Aber das ist doch gar nicht wahr. In dieser Zeitkapsel befindet sich eine Nachricht für die Zukunft. Lauras Fußschweiß. Au! Seid jetzt bitte ruhig. Also dann graben wir ein Loch. Alle ab ins Klassenzimmer. Vergraben Sie sie, wenn der Regen aufhört. Papa! Was ist denn, Henry? Kann ich jetzt mein Taschengeld haben, Papa? Ja, ich hol's dir gleich. Papa! Oh, was ist denn jetzt wieder? Ich kann mein Häschen nirgends finden. Was hast du jetzt schon wieder angestellt, Henry? Ich? Mein Hase ist weg, den sehe ich niemals im Leben wieder. Na komm, Peter, irgendwo muss er ja sein. Lass uns mal nach ihm suchen. Henry, weißt du, wo sein Hase ist? Nein! Naja, ich bin nicht ganz sicher. Henry, falls du jemals wieder Taschengeld haben willst, bringst du den Hasen lieber wieder zurück. Und zwar schleunigst. Auweia, dann muss ich wohl graben. Henry. Henry! On your Mühe. Es ist spät, geh ins Bett. Mutter, Nukuman! Ins Bett! Hüber schon, Karata, ich den Hurmen. Willst du mir helfen, den Schuh zu reparieren? Nein. Sehr anders. Ich muss ja was zu lesen haben, wenn ich Leon-Nervenkämpfe.
Ins Bett, Henry! Du, wir haben nicht schon. Ab ins Bett. Mit der Tokaikion. Räumen wir mal, dass ich mir nichts darin. Mutter, alles ist dann noch Koko. Schlaf gut. Nee, Luca, ich kann über früh schlafen. Afrika! Ich komme! Wiau, 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 wiau. Muff, muff, muff. Bin ein Hund und eine Katze. Also Hatze. Zu viele Wiederholungen. Das schreibst du 100 Mal. Der Nächste. Ich will Bares. Ich will Geld, weil mir Reichtum gut gefällt. Ich will Scheine, groß und klein. Ich will Münzen und reich sein. Zu viele Reime. Schreib das 300 Mal. Der Nächste. Ha! Hand her. Jetzt lies uns dein Gedicht vor, Henry. Ha, das wird ihn schon rausekeln. Dieses Gedicht heißt Besser draußen als drin. Piraten wird's schlecht auf stürmischer See. Riesen kotzen auf ihren Zeh. Könige erbrechen auf goldenen Klos. Hunde würgen ganz einfach drauf los. Babys tut es gar nicht leid. Das Bäuerchen auf Mamis bestem Kleid. Vielen Dank, Junge. Ich denke, ich habe genug gehört. Oh, aber der beste Teil kommt doch erst noch. Natürlich. Es fehlen ja noch Reihen, Kälbern, Speien, Kübeln und die davon sich geben in deinem Gedicht. Jetzt setz dich hin. Ich hab mich mal auf einem Schiff übergeben. Ich in einem Auto. Und ich auf meinem Teddy. Ruhe! Die ganze Klasse hat eine Stunde nachsitzen. Oh nein! Nun kommen wir zum nächsten Fach. Musik. Kommt alle mit. Dann muss ich anscheinend zu härteren Methoden greifen. Kann mir einer von euch sagen, was man mit Musik ausdrückt? Mit Musik kann man ausdrücken, wer man ist. Ganz recht, Gregor. Gut, und nun nimmt jeder das Instrument, das vor ihm liegt. Ruhe! 2 Stunden nachsitzen nach dem Unterricht. Es spielt einer nach dem anderen. Susi, du fängst an. Was ist denn, Junge? Irgendwas stimmt mit meiner Tuba nicht. Sie drückt mich irgendwie nicht ganz so aus, wie ich bin. Vielleicht bläst du nicht stark genug rein. Ich glaube, sie ist verstopft. Ich sehe da nichts. Ja, sie hatten recht. Ich habe nicht fest genug reingeblasen. Du schrecklicher Junge! Ich habe mich doch nur ausgedrückt, Herr Fiese. Ins Rektorat mit dir! Sofort! Yeah! Ja, ja, ja. I'll get you, Henry! Kein Regen, kein Schnee, kein Hagel? Mist! Eltern machen nie lustige Vorschläge wie Henry macht den Fernseher an und schaut Rapper, Zapper, Marathon. Niemals. Sie sagen immer furchtbare Sachen wie Henry, wir machen einen Ausflug. Du brauchst dich gar nicht zu verstecken, Henry. Los, komm. Das geht nicht. Ich muss hier bleiben und Rapper, Zapper gucken. Red keinen Quatsch, Henry. Los, steig schon ins Auto. Hurra! Ins Auto?
Wieso fahren wir? Der Park ist doch gleich um die Ecke. Wir machen einen richtigen Ausflug. Wir fahren aufs Land. Aufs Land? Nein! Da jagen uns bestimmt große, menschenfressende Hühner. Gehen wir doch einfach einmal um den Block. Nein, du steigst jetzt ein, Henry. Glaub mir, das wird dir noch leid tun. Wir hätten auf Henry hören sollen. Wer konnte ahnen, dass unser lieber Henry menschenfressenden Hühnern zum Opfer fällt? Ich esse nie wieder ein Omelett. Henry? Rein! Nein, ich wohne in der Stadt. Ich fahr nicht mit. Komm sofort her! Jetzt schnall dich an und benimm dich endlich. Mal, eine Waldtaube. Gehen wir, Henry. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Na schön, aber bei jedem Schritt, den du nicht mitgehst, ziehe ich dir 5 Cent von deinem Taschengeld ab. 5 Cent weniger, 10 Cent weniger, 15 Cent weniger, 20 Cent weniger. Und dafür muss ich den Rapper-Sepper-Marathon verpassen? Die sieht man nur ganz, ganz selten. Oh, du hast ihn verpasst. Und wenn schon, schwer zu überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Oh, ich kann gar nichts sehen. Also, ich erwarte von euch, dass sich Laura bei uns wohlfühlt. Soll ich dir den Begriff Gastfreundschaft nochmal erklären, Henry? Oh, 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 sie ist da! Hallo! Es müsste ein Gesetz geben, wer in welchem Zimmer schlafen darf. Sie spioniert bestimmt in allem rum, spielt mit meinen Sachen, liest meine Comics. Haben Sie vielen Dank, dass Laura bei Ihnen bleiben darf. Sie ist ja so ein Engel. Hab ich nicht recht, mein Schatz? Ja, Mutter. Willkommen in unserem Heim. Soll ich die nehmen? Du schläfst in Henrys Zimmer. Aber keine Angst, ich habe es aufgeräumt. Sie wird Ihnen keinen Kummer machen. Laura ist immer höflich, mag jedes Essen und hat sich noch niemals beschwert. Sie ist ein Goldstück, nicht wahr, meine Süße? Dann bis nächste Woche. Henry? Laura? Ich bin Gast, also musst du höflich zu mir sein. Ah! Bring mich auf mein Zimmer. Es ist mein Zimmer. Wir hoffen, dass du dich bei uns wohlfühlst, Laura. Hier ist es zu staubig. Ich bin allergisch gegen Staub. Hachi! Oh je, keine Sorge, wir stauben alles ab. Wir tun was? Bei uns zu Hause esse ich immer pünktlich um 6. Jetzt ist es 6. Ich hab Hunger. Gut, dann essen wir eben früher. Oh, Vorsicht da unten! Oh je. Peter, die Sachen gehören doch unserem Gast. Du solltest besser aufpassen. Hier, bitteschön, Laura. Rosenkohl mag ich nicht und Mais mag ich nur, wenn er nicht mehr am Kolben ist. Schön, dann reich ihn mal rüber. Und den Mais auf einen Extrateller. Ich mag's nicht, wenn das Gemüse mit dem Fleisch in Berührung kommt. Ja, und steck Laura in ein extra Zimmer. Ich mag's nicht, wenn ich sie ansehen muss. Autsch, Henry hat mich getreten. Nein, das war ich nicht. Das ist ja so peinlich für uns. Sei nicht so gemein, Henry.
Wenn ich König bin, zeige ich der launischen Laura, wer der König ist. Henry, hör auf mit dem Essen zu spielen. Henry? Für einen Monat ist dein Taschengeld gestrichen, Henry. Wir können auch zwei daraus machen, wenn du dich jetzt nicht benimmst. Ich habe ein blaues. Grün. Ich gelb. Martin? Keine Ahnung. Es ist schwarz, wie das Loch in deinem Hirn. Was für ein Dingster habt ihr denn? Tja, also ich hab eins in Silber. Das gibt's nicht. Ha, das ist noch gar nichts. Ich hab ein goldenes. Wahnsinn. Hast du ein Glück. Sieht das schön aus? Dürfen wir es sehen? Wow, ein Junge mit einem goldenen Dingster könnte alles kriegen. Wo ist es? Daheim. Das bringe ich doch nicht in die Schule mit. Da könnte es jemand stehlen. Meine Pausenbox wurde auch mal gestohlen. Blödsinn! Du hast gar kein goldenes Dingster, Henry. Das sagst du nur so. Und wenn du eins hättest, würdest du es überall rumzeigen. Mach schon, Henry, zeig's uns! 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 Na gut, morgen. Und ihr werdet ganz schön blöd gucken, wenn ihr es seht. Ha! Wir warten auf dich! Jetzt muss ich mir was Oberschlaues einfallen lassen. Das Schachspiel, die Murmeln, die Münzsammlung. Was machst du, Henry? Ich überleg nur, was ich will, wenn du weg bist. Tut mir echt leid wegen dem goldenen Dingster. Wieso? Jeder will doch ein goldenes haben. Aber was ist mit dem Fluch? Welcher Fluch? Es stand in allen Zeitungen. Jeder, der ein goldenes Dingster besitzt, stirbt einen grausamen Tod. Das ist gar nicht wahr. Ist es schon. Weißt du nicht, was diesem Mädchen passiert ist? Das hat auch ein goldenes Dingster gehabt. Und sie ist ins Klo gefallen und ertrunken. Und dann war noch dieser Junge, der ist mit seinem goldenen Dingster und seinem Hund spazieren gegangen. Und sie fielen in ein Loch aus geschmolzener Lava. Und alles nur wegen dem Fluch des goldenen Dingster. Oh nein, ich hab ihn gesehen. Den riesengroßen, pechbringenden Pechvogel. Das ist ein Zeichen, dass du verflucht bist. Nein, ich bin überhaupt nicht verflucht. Ich bin verflucht. Nein, ich will aber nicht sterben. Yeah! Ja, ja, ja. Woohoo! I'll get you, Henry, gib mir jetzt die Sachen, die du fürs Schulfest spendest. Ich gebe aber meine Spielsachen nicht her. Ach, jetzt sei nicht so, Henry. Nein, nicht mein Flecki! Nein! Hier sind meine Spielsachen, Mama. Die möchte ich gerne anderen Kindern schenken, die nicht so viel Glück haben. Oh, das ist wirklich lieb von dir, Peter. Und was ist mit dir, Henry? Na gut, dann suche ich eben was aus. Um das mal klarzustellen. Was kriegen, finde ich gut. Was geben, finde ich blöd. Doch bei manchen Sachen bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Du gibst doch nicht die Pupsi-Stupsi-Trinki-Winki-Krabbel-Brabbel-Puppe her, die dir Tante Grete zu Weihnachten geschenkt hat. Mama! Tante Grete denkt, ich sei ein Mädchen. Und das hier ist für meine allerliebste Nichte, Henriette. Ich heiße Henry, Tante Grete, und ich bin ein Junge. Zunge? Nein, das ist nichts zu essen, Henriette. Eine Puppe! Was soll ich denn mit einer Puppe anfangen? Die oder gar nichts? Vielen Dank, Henry.
Also, keiner von euch darf in nächster Zeit ins Wohnzimmer kommen. Ich muss die Schatzkarte für das Piratengewinnspiel malen. Du malst die Schatzkarte? Hier? Tja, irgendjemand muss das ja machen. Sie malt die Schatzkarte hier, bei uns zu Hause. Das ist es. Genau. Die Wasserkanone gehört schon mir. Nummer 42. Ja! Mission erfüllt! Hört mal, ihr müsst gut aufeinander aufpassen. Euer Vater und ich helfen an den Spielbuden. Toll! Was wollen wir als erstes machen? Verschwinde, Zwerg! Ich muss mir einen loskaufen, bevor jemand anders meine Nummer kriegt. Dann passe ich eben selbst auf mich auf. Weißt du, wo das Piratengewinnspiel ist? Ich glaube, in dem Zelt da drüben. Willst du probieren? Ja, danke. Wolki, Hagel, Blitzi, Wicki, Matschi, Platschi, Sturmi, Donner. Was ist denn hier los? Rolli, Tobi, Wolkenbruchi, du da. Handy macht einen Regentanz. Hoi, hoi, hoi. Und ich bin das Opfer. Oh nein, bist du nicht. Du gehst ins Bett. Und du bitte auch. Na los, kommt jetzt. Morgen ist doch Sporttag. Nur wenn es nicht regnet. Ich hasse Sporttage. Die braucht kein Mensch. Und man muss Turnhosen anziehen. Frühstück ist fertig. Und ich gewinne sowieso nie was. Henry! Hatschi! Hatschi! Und Schmetterlinge hasse ich auch. Oh, ich bin so stolz auf meinen kleinen Wettkämpfer. Ich bin sicher, du gewinnst wieder den Pokal im Eierlaufen. Oh, der arme Henry. Na ja, du wirst es schon überleben. Ich glaube, ich kann heute nicht in die Schule, Mama. Ich habe nämlich ganz schlimmes Bauchweh. Ich glaube, ich muss sogar ins Krankenhaus. Oh je, ich hoffe, sie müssen dich nicht operieren. Operieren? Wir wissen beide, dass du keinen Bauchweh hast. Du tust mal wieder nur so, um dich vor dem Sporttag zu drücken. Nur keine Angst, Henry. Es macht nichts, wenn du bei allen wieder der Letzte wirst. Und wehe, du wirst wieder heimgeschickt, so wie im vorigen Jahr. Frau Lieblich hat gesagt, aufs Gewinnen kommt es gar nicht an, sondern dass man mitmacht. Sei nicht so gemein, Henry. So, Peter, deine Eier für den Eierlauf sind fertig. Komm, wir müssen noch deine Haare kämmen, damit du nett aussiehst, wenn du deinen Pokal bekommst. Genial! Das ist doch echt sowas von gemein. Ich bin der Einzige, den ich kenne, der noch keinen Zahn verloren hat. Alle anderen schon. Wirklich alle. Die launische Laura, der brutale Bert, die umwerfende Ulla, Aerobic Alf, Jonathan Jammerlappen, die trällernde Trudi und sogar Mieze die Katze. Miau. Und jetzt hat Peter einen Zahn verloren. Das ist so peinlich. Henry, willst du noch mal meinen Zahn sehen? Nein, das will ich nicht. Meinst du, dass mir die Zahnfee 50 Cent dafür gibt? Ich kann dafür sorgen, dass du noch mehr kriegst. Nein, danke. Aber du kannst ein Foto von meinem Zahn machen.
Dann mache ich einen Abzug für Mama und einen Abzug für Papa und einen Abzug für alle meine Freunde. Lass das! Sei nicht so gemein, Henry! Du kannst ihm zuliebe doch wohl ein Foto machen. Und dann lege ich meinen Zahn in einen Umschlag für die liebe Zahnfee. Ich war doch noch nicht bereit. Pech gehabt. Ich muss einen Zahn verlieren. Na kommt schon. Wackelt. Ihr sollt wackeln. Die blöden Zähne bewegen sich nicht, als wären sie mit Superkleber festgeklebt. Jeder weiß, wenn man ganz viele Süßigkeiten isst, gehen die Zähne kaputt. Das kann ja noch ewig dauern. Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilf mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay, 1, 2, 3. Ach. Sie sind alle noch drin. Henry? Aha. Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt eine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen heißt, dass man keinen Respekt hat, meinst du nicht? Keine Ahnung. Yeah! Ja, ja, ja. Jetzt kann mich niemand mehr zwingen. Ab jetzt nur noch mitgebrachte Sachen im Pausenzimmer. Sachen, die man essen kann und die man tauschen kann und mit denen man Spaß haben kann. Na, geht es dir ein bisschen besser, Henry? Nein, ich muss allergisch gegen das Schulessen sein. Unsinn, du bist vor Hunger umgefallen. Also hier ist dein Essen. Ich habe hier extra viel drauf getan. Und du stehst erst wieder auf, wenn du alles aufgegessen hast. Oh, Igitt! Es geht doch nichts über einen frischen Salat, oder? Genau. Alle Freunde in meiner Klasse bringen ihr Pausenessen mit. Ich hab's dir schon mal gesagt. Nein, das ist zu aufwendig. Und du isst nie, was wir dir einpacken. Aber ich hasse das Schulessen. Ich mag das Schulessen. Das schmeckt ganz lecker. Klappe, du Zwerg! Mama! Henry lässt mich nie was sagen. Sei nicht so gemein, Henry. Bitte! Bitte darf ich Pausenbrot in die Schule mitnehmen? Na ja, wenn du versprichst, alles aufzuessen. Yippie! Dann darf ich ab jetzt ins Pausenzimmer. Gehörst du auch zu uns, Henry? Vielen Dank, Henry. Hiermit hast du uns den Beweis geliefert, dass es im Pausenzimmer drunter und drüber geht. Martha aus der Schulkantine kennt ihr ja. Sie ist jetzt zuständig für das Pausenzimmer und sorgt hier für Ordnung. Und sie überprüft eure Pausenboxen und stellt sicher, dass ihr alles aufesst. Oh. Was? Also, ihr setzt euch jetzt alle hin, macht eure Pausenboxen auf und esst. Ich lass mir doch von der miesen Martha nicht den ganzen Spaß verderben. Hey, da
Das gehört mir. Jetzt nicht mehr. Das ist beschlagnahmt. Sie ist mein Muffin. Ja, ganz genau. Süßes ist verboten. Oh, das ist echt gemein. Sie darf doch nicht so einfach unsere Sachen essen. Was sollen wir denn machen? Morgen ist ein neuer Tag. Bert! Und dann pass doch auf! Henry, ich will eine galaktische Schleimpistole. Die ist total cool. Grüner Schleim überall. Grüner Schleim? Cool! So eine will ich auch. Der Nächste. Ich wünsche mir eine galaktische Schleimpistole. Die muss unbedingt sein. Oh, und noch einen Bum-Bum-Zerstörer. Tja, Hier, das ist für dich, Weihnachtsmann. Oh, vielen Dank, junger Mann. Das ist wirklich nett von dir. Und was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich wünsche mir ein Lexikon, verschiedene Samen, ein Geometrieset und Briefmarken, bitte. Keine Spielsachen. Ich hab schon so viel. Was ist mit mir? Was ist mit meinen Geschenken? Nun, ich denke darüber nach. Super! Wenn Erwachsene sagen, sie denken darüber nach, dann heißt das immer ja. Henry, komm und hilf uns beim Aufräumen. Tante Ruth und Cousin Achim werden jeden Moment da sein. Warum müssen die gerade zu Weihnachten kommen? Tante Ruth schenkt mir immer nur Socken. Ich weiß, aber sei dieses Mal ein bisschen netter zu Achim. Ach, ich hasse diesen Achim. Wollt ihr wissen, warum ich Cousin Achim hasse? Er macht sich über unser Haus lustig, weil er in einem tolleren wohnt. Und über mein Planschbecken, weil er einen Swimmingpool hat. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Henry, bitte hilf deiner Mutter. Henry, passt auf! Oh nein, da kommen sie! Die Tür war offen, also dachten wir, wir kommen einfach rein. Was für eine Bruchbude. Ich hab dir gesagt, man ist nicht unhöflich zu armen Leuten. Gut, leg ihre Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Und die sind für dich, mein Schatz. Ich bekomme eine galaktische Schleimpistole. Wirklich? So eine krieg ich auch. Und ein Bum-Bum-Zerstörer. Ich auch. Und das ist nur von Mutter. Den Rest bringt der Weihnachtsmann. Wenn er neben all meinen Geschenken noch Platz hat. Jungs, wieso geht ihr nicht raus und seht, wer den größten Schneemann bauen kann? Was? Bitte lass nicht Rebecca auf uns aufpassen. Sie ist furchtbar. Sie ist nicht furchtbar, nur streng. Ich gehe schon. Nein, lass sie bloß nicht rein. Ich wette, die isst Elefanten zum Frühstück. Was gibt es zu essen? Bedienen Sie sich einfach. Ist alles im Kühlschrank? Die Kinder müssen um 9 ins Bett. Und denk dran, Henry, stell ja nichts an. So, du bist also dieser schreckliche Henry. Und du bist also diese rasende Rebecca. Und ich bin übrigens der perfekte Peter. Ich bin sicher, wir werden uns alle gut verstehen. Gut ist gut. Ich mag gut. Ich erwarte gut. Ich verlange gut. Haben wir uns verstanden? So ein Glück. Im Gutsein bin ich nämlich richtig gut. Aber für dich ist das bestimmt ein Problem. Ja, das wird mir sicher schwerfallen. Na warte, du mieser, minderwertiger, miserabler, missratener, mistiger Mutant. Hey, ich schau mir grad Mutanten-Max an. Möchten Sie vielleicht etwas zu knabbern? Popcorn? Ich hasse Popcorn! Oh,
Tut mir leid. Mein Fehler. Ich hätte vorher fragen sollen. Oh, ich mag Turniertanz. Was gefällt Ihnen am besten? Foxtrott? Tango? Lass mich in Ruhe. Da-du, da-da-du, da-da-du. Halt die Klappe! Henry, das machst du ganz falsch. Das geht so. Tscha, tscha, tscha. Und nicht du, 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 da. Hey, weg da. Ich sehe nichts. Tscha, 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 tscha. Tscha, 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 tscha. Tscha, tscha, tscha. Ihr geht jetzt auf der Stelle ins Bett. Aber ich muss erst viel später ins Bett. Ich dachte, wir können vorher noch eine Runde Dame spielen, bevor wir ins Bett gehen. Oh, aber wenn Sie das nicht mögen, dann vielleicht, Mensch, ärgere dich nicht. Wir spielen eine Runde Verstecken. Ihr beide versteckt euch. Und wenn ich euch finde, werdet ihr es bitter bereuen. Ich verstecke mich in der Abstellkammer unter der Treppe. Du musst dich auch verstecken. Doch nicht vor der rasenden Rebecca. Bis jetzt habe ich alle Babysitter in die Flucht geschlagen und die kriege ich bestimmt auch noch klein. Wir werden schon sehen, wer gewinnt. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Woo-hoo! I'll get you, Henry! Warum muss man in der Schule schwimmen lernen? Ich meine, ich will ja später mal kein Fisch werden. Schwimmen gehört auch zum Unterricht. Ja! Deshalb nennt man einen Fischwarm auch Schule. Sehr gut, Peter. Ich kann Wasser nicht ausstehen. Es ist so nass. Es brennt in den Augen und das Becken ist so kalt, dass Pinguine herfliegen und dort überwintern können. Pinguine können eigentlich gar nicht fliegen, Henry. Klappe, du Zwerg. Sei nicht so gemein, Henry. Man könnte fast meinen, dass du nicht schwimmen kannst. Na klar kann ich schwimmen. Ich kann heute beim Schwimmen nicht mitmachen. Schau, ich habe eine Eiterbeule am Fuß. Da ist tatsächlich was. Ich hasse Schwimmen. Wenn ich König bin, schaffe ich das Schwimmen ab. Gib's auf, Bert. Oh, Andi ist drauf reingefallen. Mich kannst du nicht erschrecken. Und falls doch, krieg ich dann ein Taschengeld? Ja, okay. Die ganzen 50 Cent. Abgemacht. Also, was willst du Herrn Pitsch denn diese Woche erzählen? Hab die Badehose vergessen. Das geht nicht. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Und das Mal davor auch. Okay, dann wird es Zeit für Plan B. Oh nein, Bert, du hast recht. Seht mal, da draußen ist ein echter Berglöwe. Dort. Ehrlich? Hä? Was? Oh. Wo denn? Wo denn? Hä? Lasst mich mal sehen. Das ist aber keine natürliche Umgebung für Berglöwen. Aber vielleicht ist er aus dem Zoo ausgebrochen. Könnte sein. Da ist ja gar kein Berglöwe. Henry, führst du uns an der Nase rum? Nein, seht doch, jetzt ist er auf der Seite. Ich schnell rüber. Echt? Wo denn? Ach so. Ich sehe nicht. Nein, hier ist er auch nicht, Henry. Ihr wart zu langsam. Jetzt ist er weg. Das war ein super Tag. Pitch Patch musste die Schwimmstunde ausfallen lassen, weil niemand seine Badesachen dabei hatte. Bert, du bist zum Totlachen. Ach ja? Aber das wird dir gleich vergehen. Die Schule hat angerufen. Wir müssen unsere Schwimmstunde nämlich morgen nachholen. Echt? Morgen? Und unser Schwimmabzeichen machen. Ich glaube, Papa gefällt es, dass ich heute mit ihm zur Arbeit gehe. Ist doch viel besser als mit dem stinkigen Peter.
wird alles gut. Es wird alles gut. Es wird bestimmt alles gut. Henry, nicht den drücken! Das ist kein guter Anfang, Henry. Ganz und gar nicht. Du benimmst dich schrecklich und wir sind noch nicht mal an meinem Schreibtisch. Aber Papa, wir werden gerade von Feuerwehrmännern gerettet. Das ist doch riesig. In ein Büro gehen Leute, um zu arbeiten, nicht um Unsinn zu machen. Ich wünsche mir bestes Benehmen. Mein Chef ist sehr streng, also blamier mich bitte nicht. Papa, du kannst dich auf mich verlassen. Hiya! Oh, au! Sie kommt zu spät. Gar nicht gut. Ich als Chef muss es wissen. Nur wer pünktlich ist, bringt es weit. Tut mir leid, Herr Best. Ich hab aus Versehen den Alarmknopf gedrückt. Papa hat gerade geflunkert. Das ist ja wie in der Schule. Henry, das ist Herr Best, mein Chef. Und du musst alles tun, was er sagt. Und das ist Wilhelm, sein Sohn. Und was ich sage, musst du auch tun. Willkommen in meiner Zahnbürsten- und Zahnpastafabrik, Henry. Unser Ziel ist es, dass unsere Zahnbürsten landesweit in aller Munde sind. Also sei schlau und nutze die Gelegenheit, mein junger Freund. Pass gut auf und lerne. Und dann kannst du eines Tages vielleicht auch für mich arbeiten. Ich versuche mein Bestes, Chef. Herr Best, ich versuche aufzupassen und zu lernen. Ich mag dich, kleiner Henry. Ich wünschte, es gäbe mehr junge Männer, die so wie ich sein wollen. Ich sag dir was. Du kannst heute der Partner von meinem Sohn sein. Mein Sohn wird eines Tages alles hier übernehmen. Beobachte ihn also peinlich genau, Henry. Mein Sohn ist die Zukunft. Du hast gehört, was Herr Best gesagt hat, Henry. Mach alles, was er sagt und alles, was Wilhelm sagt. Alles klar. Wird gemacht. Konferenz im Konferenzzimmer in exakt 10 Minuten. Erste Aufgabe, Jungs, Tee kochen und Tee servieren. Und denkt dran, ich könnte euch beobachten. Vergiss nicht, Henry, du machst alles, was sie sagen, ja? Müssen wir so viel Tee kochen? Machst du Witze? Ich habe Besseres zu tun, als auf Vater zu hören. Toll! Und was machen wir stattdessen? Du kapierst es nicht, oder? Du kochst den Tee, ich seh dir zu. Auf keinen Fall! Wenn du nicht tust, was ich sage, feuert mein Vater deinen Vater. Also an die Arbeit, du Hohlbär. Ich hab neuen Arbeit. Oh! So ein hab ich auch. Das ist doch ganz einfach. Alle mal herhören! Da gab's auch noch einen grünen. Meine Geburtstagsparty wird das Beste, was ihr jemals erlebt habt. Deine Partys waren noch nie lustig. Ja, die waren noch nie lustig. Ich erlebe sowieso nie etwas Lustiges. Also vielen Dank, aber wir kommen nicht. Aber das bedeutet, ich krieg keine Geschenke. Wartet, dieses Jahr wird das ganz anders. Es gibt leckeres Essen. Klingt gut. Und spitzenmäßige Preise bei Spielen. Man kann was gewinnen? Bin dabei. Ich auch, wenn es nicht zu gruselig wird. Das wird die beste Party, die ihr je gesehen habt. Na gut, ich komm. Nur um zu sehen, ob die Party wirklich so toll ist. Ja, ich auch. Ich auch. Ich komm auch. Gib mir eine Einladung. Wo geht's denn los? Da bin ich aber echt gespannt. Bahnen sich die Ameisen mit größter Sorgfalt ihren Weg durch die Erde, um ihr Nest zu bauen. Henry! Henrys beste Party aller Zeiten. Punkt 1. Essen. Chips, Burger und jede Menge Pommes. Karottenstangen. Lecker! Erdnussbutterbrote und Apfelsaft. Punkt 2. Ein Besuch im Laser-Sepp. Wir fahren in Stretch-Limousinen vor. Nein, keine Limos, das ist viel zu teuer. Ein Bus ist aber viel besser für die Umwelt als Limousinen. Kann dir doch egal sein. Du bist nicht eingeladen. Henry, Peter ist dein Bruder. Natürlich ist er eingeladen. Aber er wird mir alles verderben. Ah!
gemein, Henry. Kein Peter, keine Party. Na gut, aber wen vermasselst mir das, du Zwerg? Ja. Das Geburtstagskind heißt Henry. Henry, sag mal, als ihr an Berts Geburtstag im Lasersepp wart, hast du da alle Laser kaputt gemacht? Nein. Und Schleim in alle Raumanzüge geschmiert? Nein.